Hallo. Hallo. Willkommen. Servus. In der Villa Stuck. Da hat sie die Situation und hat Gott ist ja das Straße. Ja, da hat sie gedacht, noch ein Rollen zu machen. Das ist ganz anders gemacht. Also mit dem Grundzeichenkontakt von Stuck und mit dem Möbelkontakt von Stuck. Ja. Also 20 für die 13 Millionen. Zu viel Millionen. Ja. Und die hier. Und das ist der Portal der Sünde. Aber wir sind hier oben. Also das ist der witzig ist. Ich würde sagen, gehen wir runter. Ich wollte mich wirklich einfach auch nochmal bedanken, dass dieses Projekt wirklich zustande kommt. Warum habt ihr bei dem Projekt mitgemacht? Ja, weil unsere Homies ein Video drin machen. Über ein Musikvideo. Die haben uns herzlich eingeladen und deswegen sind wir dabei. Geht ihr auch in Museen? Museen? Nein, sehr nett. Ja, ich war schon ab der Klasse. Und wie gefällt euch die Villa Stuck? Echt ein fette Villa, würde ich echt gerne kaufen. Also Respekt, ganz ehrlich. Echt fett. Krasse Räume. Ja. Was gefällt euch besonders daran? Im ersten Stock ist so ein Raum. Der mir sehr gefällt. Da sind mehrere Porträts aufgehängt und so. Das ist krass. Okay. Und wenn es euer Haus wäre, wie würdet ihr das einrichten? Also ich würde ein fettes Studio einbauen. Also ich würde so lassen und jeden Tag Party machen. Also ich würde schon ein bisschen umstellen und dann Party machen. Kommt, wenn die Liebe vergeht. Und plötzlich merkst du tief im Herzen das, was in deinem Leben fehlt. Geschichte bleibt Geschichte, die Geschichte bleibt für ewig. Du kannst sie nicht vergessen, denn die Liebe bleibt für ewig. Die Liebe kommt, wenn die Liebe vergeht. Und plötzlich merkst du tief im Herzen das, was in deinem Leben fehlt. Geschichte bleibt Geschichte, die Geschichte bleibt für ewig. Du kannst sie nicht vergessen, denn die Liebe bleibt für ewig. Ich erzähl euch ne Geschichte von einem Liebespaar. Wie bei jedem Liebespaar war der Anfang wunderbar. Sie kamen echt gut klar und alles schien perfekt. Streit kam nicht in Frage, so wichtig war Respekt. Sie wussten sich zu schätzen, Eltern durften nichts erfahren. So trafen sie sich heimlich und begannen mit dem Plan. Sie ging nicht mehr zur Schule und kam abends spät nach Haus. Der Vater flippte aus und die Mutter hielt sich raus. Die Drogenwelt im Untergrund wurde ihm zum Verhängnis. Er wollte sie als Frau, musste lebenslänglich ins Gefängnis. Lebenslänglich eingesperrt, sie wusste, was das heißt. Das Urteil war gesprochen, Zeit für eine neue Zeit. Sie verbrannte seine Bilder.